أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Ich bezeuge, dass es niemanden Anbetungswürdigen gibt außer Allah und dass Mohammed der Gesandte Allahs ist. Diese Worte sind die erste Säule des Islam. Mit ihnen kann jeder Mensch in den Islam eintreten. Jeder Muslim trägt die Überzeugung in sich, dass dieses Zeugnis die reine Wahrheit ist. Mit diesen Worten wurde die Ordnung dieser Welt bereits einmal aus den Angeln gehoben. Bräuche, die über Generationen hinweg ausgeübt wurden, wie das Begraben von neugeborenen Mädchen, das Nehmen von Zinsen oder die Unterdrückung von Sklaven, wurden abgeschafft. Der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, schaffte es mit seinen Gefährten, radiallahu anhum, die Menschheit aus den Finsternissen ins Licht zu führen. Sie haben ihr ganzes Leben an dieses Bekenntnis angepasst und sie hatten keinen Zweifel daran, dass es die Wahrheit ist. Doch wie sieht es heute aus? Ist das Glaubensbekenntnis nicht etwa nur eine Floskel geworden? Sind es nicht nur noch leere Worte, hinter denen keine Überzeugung steckt? Der Mensch orientiert sich im Leben immer an den Dingen, wovon er denkt, dass sie richtig sind. Er handelt nach dem, wovon er überzeugt ist. Selbst ein Alkoholiker dachte bei seinem ersten Schluck, dass es in Ordnung sei, auch wenn er später erkannte, wie schlecht diese Entscheidung gewesen ist. Die Mekkaner in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam waren Götzenanbeter. Sie trugen die Überzeugung in sich, dass diese Götzen ihr Leben bestimmen sollten. Manche haben jahrzehntelang alle Arten von Sünden begangen. Aber nachdem sie sich für den Islam entschieden haben, machte ihr Leben eine Kehrtwende. Das Aussprechen der Schahada hatte einen gewaltigen Einfluss auf ihr Leben. So gewaltig, dass sich danach alles für sie veränderte. Sie wurden von orientierungslos Umherirrenden zu zielstrebig und bewussten Gläubigen. Der Islam stellte ihren Verstand zufrieden und ihre Herzen fanden Ruhe. Doch man sieht auch andere, bei denen sich, nachdem sie diese Worte ausgesprochen haben, nichts verändert hat. Ihr Leben ist genauso wie vorher. Die Sünden, die sie begehen, sind die gleichen. Sie sagen, Mashallah, Subhanallah, Insha'Allah. Doch ihr Leben sieht ganz anders aus. Der Islam scheint keinen Einfluss auf ihre täglichen Angelegenheiten zu haben. Und sie finden auch keine Ruhe durch den Islam. Der Alltag ist geprägt von Sündhaftigkeit und man ist zufrieden damit. Vielleicht ist das Glaubensbekenntnis, welches man abgelegt hat, nichts anderes als ein Lippenbekenntnis. Ein Zeugnis, das man mit dem Mund ausgesprochen hat, aber nie beabsichtigte, Taten folgen zu lassen. Die Lippen bezeugen den Glauben, doch es sind nur leere Worte. Wir Muslime müssen uns selbst immer wieder Gedanken über unser Fundament machen, denn sonst kann es sein, dass es Risse bekommt. Diese Risse sind Zweifel, die der Schaitan in einem erzeugt. Sie führen dazu, dass die Überzeugung darunter leidet und die Handlungen schwach werden. Man beginnt damit, widersprüchlich zu sein. Die Handlungen, die man macht und die Worte, die man spricht, passen nicht zusammen. Wer sich selbst in diesem Zustand wiederfindet, befindet sich auf einem gefährlichen Pfad. Denn das zu sagen, was nicht im Herzen ist, ist ein Zeichen von Heuchelei. Deswegen sollte der Muslim bemüht sein, sich der Wahrhaftigkeit des Islam und der Richtigkeit seiner Überzeugung ständig zu vergewissern. Er muss sich die Frage, warum er Muslim ist, warum er lebt und wo sein Ende nach dem Tod sein wird, immer wieder beantworten und viel darüber nachdenken.